Leute, die das denken, die verwechseln es wahrscheinlich mit Rotling. Also das gibt es ja auch. Es ist kein Verschnitt von Rot und Weiß, sondern eben die rote Traube, die direkt gepresst wird und deswegen keine rote Farbe aus der Bärenhaut aufsaugt. Das wäre dann ein Rotling, das gibt es auch noch als feinrechtliche Bezeichnung. Ja, das ist halt in Frankreich vielleicht so, weil man eine Tankstelle rote und weiße mischt, ja. Aber das wird in Deutschland nicht so praktiziert, das gibt unser Weingesetz nicht her. Das sind weiß gekelterte Rotweintrauben. Das stimmt so nicht. Der Rosé ist eigentlich ein Rotwein. Das ist aber dadurch bedingt, dass die Farbstoffe bei den meisten roten Rebsorten nur in der Bärenschale sind. Und je nachdem, wie lange ich den Saft mit der Schale in Kontakt lasse, lauge ich eben mehr oder weniger Farbstoff aus. Und dementsprechend kriege ich dann einen hellroten, also roséfarbenen Wein aus einer roten Traube. Beim Rosé werden rote Trauben gekeltert und einfach nur kürzer auf der Maische stehen gelassen. Daher die leichtere Farbe. Rosé ist aus roten Trauben gekeltert. Kommt aber kein Weißwein rein.